Boah, es gewittert gerade. Es gewittert gerade. Es ist 33 Grad heute. Es ist in Norddeutschland. Der Sommer hat gerade mal angefangen. Alter Schwede. Heute geht es um den Ischias. Im Volksmund heißt es ja immer so schön, ich habe Ischias. Ja, natürlich hast du Ischias und hoffentlich hast du sogar zwei davon. Denn der Ischias ist der größte periphere Nerv, den wir im Körper haben. Und zwar sieht er ungefähr so aus. Aber ehe das Video richtig losgeht, denk dran, meinen Kanal zu abonnieren, auch das Glöckchen zu drücken. Denn es kommen jetzt ein paar Videos über den Ischiasnerv. Der ist extrem wichtig im menschlichen Körper. Und so wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video poste. Mein Name ist Steffen Stump und ich bin Chiropraktor in Braunschweig. Heute geht es um den Ischiasnerv, der Quell von vielen Problemen ist. Der Ischiasnerv ist der größte periphere Nerv, den wir im Körper haben, ungefähr 1 bis 1,5 cm Durchmesser. Das hier ist ein Backofen-Anschlusskabel. Was anderes habe ich im Baumarkt nicht gefunden, was so ungefähr diese Dicke hatte. Aber das Interessante ist, bis auf die Zugentlastung hier hat mein Ischiasnerv auch 5 Adern, genau wie das Original. Der Ischiasnerv sitzt unten im Körper und zwar läuft er in die Beine. Die Ursprünge der Nervwurzeln sind L4, L5, S1, S2, S3, diese 5 Nervwurzeln. Also, aus der Wurzel angefangen, da durch das Foramen heißen die Öffnungen in den Knochen immer. Und dann zieht er auf der Rückseite des Beines runter. Wir machen das jetzt nochmal ohne die Wirbelsäule, nur mit dem Ischiasnerv. Eine Hälfte bildet der Nervus tibialis und eine Hälfte bildet der Nervus peroneus communis. Aber gut, das ist für den Alltag nicht ganz so wichtig. Nun, warum ist eine solche Riesendatenleitung notwendig und warum läuft sie in die Beine? Zum ersten Mal sind die Beinmuskeln natürlich mit die stärksten Muskeln, die wir im Körper haben. In Sachen Fortbewegung extrem wichtig. Die Beine haben eine sehr, sehr große Oberfläche. Das heißt, der sensorische Input aus den Beinen, aus der Haut, das Gefühl, das nimmt einen Riesenanteil auch an. Und das ist ein und das läuft oben ins Gehirn und wird dort verarbeitet. Eine dritte Information läuft in diesem Nerv mit nach oben und das ist Propriozeption. Das ist die Information über einen Körperteil, die Lage eines Körperteils im Raum. Das heißt, selbst wenn meine Augen geschlossen sind, ich weiß genau, in welcher Position meine Hand ist, in welcher Position mein Bein ist. Liege ich im Dunkeln im Bett, ich weiß genau, in welcher Position mein Körper liegt. Dieser Sinn ist auch extrem wichtig, um zum Beispiel den aufrechten Gang zu ermöglichen. Der aufrechte Gang ist eine eigentlich sehr instabile Position und da ist eine riesen Datenmenge für notwendig, dass wir Menschen überhaupt aufrecht stehen können. Wenn dir das Video gefallen hat, sei so gut, lass mir einen Daumen nach oben da. Für Fragen und Anregungen kannst du mir gerne einen Kommentar schreiben.